Hallo liebe Silvia, hallo lieber Gerd, schön, dass ihr da seid. Hallo Hallo Anja. Anja. Hi, ich freue mich mega, dass ihr heute, ich weiß gar nicht, zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei seid. Nein, Auf jeden Fall. zweiten. Zweiten? Zum Okay. zweiten. Okay, gut. Ja, Heute vielen Dank geht's für soweit. die Einladung wieder. Super Freuen uns gerne. sehr. Ich und ja, ich mich auch. Ich unterhalte mich auch total gern mit euch. Lerne auch immer noch so viel. Wir sprechen uns heute wieder im Rahmen des Welpenprojektes. Und zwar haben wir uns heute wieder so einen Aspekt rausgesucht. Es geht darum, wie können wir uns verhalten, wenn unser Welpe Hundebegegnung mit anderen Hunden hat. Also das heißt, wie managen wir die Hundebegegnung? Was müssen wir beachten? Und bevor wir anfangen, kommt wieder das Intro, wobei du mir unter die Arme gegriffen hast, Gerd. Dafür danke ich dir sehr. Ich lese es wieder kurz vor. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen. Das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. Fertig. Okay, los geht's. Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich bekomme von vielen Kundinnen mit Welpen sehr oft die Frage: Anja, was mache ich denn? Ich stehe mit meinem Welpen draußen rum oder gehe ein paar Schritte und es kommt ein anderer Hund. Im besten Fall an der Leine. Und je nach Alter der Welpen und je nach Erfahrung ist es ja dann oft so, dass die auch erstmal stehen und gucken. Und was mache ich dann als Welpenbesitzer? Also es ist so, da herrscht ja eine ganz große Grauzone von noch, ich habe noch keine Informationen. Was wäre so für euch so der erste Einstieg in das Thema? Also, dass man mal so ganz grob sagen kann, was für einen Leitfaden können wir rausgeben? Habt ihr da einen guten Einstieg oder ist die Frage zu offen für euch? Nö, ich finde es gut. Also die erste Sache, die man ja eigentlich immer machen sollte, ist in die Kommunikation zu kommen, und zwar mit dem anderen Hundehalter. Also ob der Hund verträglich ist oder ob Kontakt möglich wäre. Also darüber austauschen, wie man jetzt gemeinsam diesen genutzten Weg nutzen möchte, um vielleicht die Hunde kontakten zu lassen oder eben auch nicht kontakten zu lassen. Und das finde ich eigentlich immer recht wichtig, wenn nicht klar ersichtlich ist, dass man jetzt keinen Kontakt haben möchte, also irgendwie zur Seite geht oder so, ne, dann ist das eigentlich ganz klar, dass man keinen Kontakt haben will, aber irgendwie stumpf aufeinander zugehen und dann so, ach ja, weiß ich auch nicht, wollen wir? Nee, weiß ich auch nicht, und das ist halt blöd. Ich finde das total spannend, was du sagst. Ich denke, da sollten wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Weil, wenn ich jetzt Ersthundbesitzerin bin, dann weiß ich ja gar nicht, was für Fragen soll ich denn meinem Gegenüber stellen. Also, wenn ich jetzt frage, ist Ihr Hund verträglich? Dann sagt vielleicht der andere Hundebesitzer oder die andere Hundebesitzerin immer erstmal grundsätzlich ja, weil der Hund noch keinen anderen Hund totgebissen hat und vielleicht einfach nur am Anfang mal ein bisschen laut ist und mal ein bisschen Welpen rumkugelt, aber er macht ja nichts. Also Und die könntest du das regeln noch das ein auch unter bisschen? sich meistens, kommt dann so. Ja, also mir wäre das total wichtig, dass wir so einen kleinen roten Leitfaden mitgeben können, also an die Hundebesitzerin. Gerd, könntest du dieses Gespräch vielleicht noch ein bisschen differenzierter erklären. Also das heißt, ich bin mit meinem Welpen auf der Straße und es kommt ein anderer Hund uns entgegen und ich sage, oh ja, hier, ich habe den Welpen frisch und so. Ich weiß nicht, können die aneinander? Ich bin unsicher. Was für konkrete Fragen könnte ich denn dem anderen Hundebesitzer stellen, damit ich das auch einordnen kann, was der sagt? Naja, die Frage nach, ob der andere Hund freundlich mit Welpen ist, ob er Ja. freundlich mit Junghunden ist, das wäre ja eine gute Frage. Und wenn dann irgendwie rumgedruckst wird, dann ist das vielleicht schon ein guter Hinweis, dass das vielleicht nicht so ist. Wenn die sagen, ja, mein Hund liebt Welpen oder mein Hund findet Welpen total gut, dann warum nicht? Okay. Aber es ist.
kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, auf das Verhalten des Hundes, aber ich finde es eben wichtig, dass wenn man dann auch Kontakt haben möchte, dass man schlicht und ergreifend in die Kommunikation mit den Leuten reingeht und da ja versucht, Informationen, nähere Informationen zu gehen. Generell jeden Hundekontakt aus dem Weg zu gehen, ist ja irgendwie auch nicht so die Lösung. Nee. Silvia, fällt dir dazu? Du hattest eben schon so, standst, glaube ich, in den Startlöchern zu dem Thema. Hast du da noch weiterführende Gedanken oder Ideen zu, wie Naja, kontakte ich mit anderen Menschen? also meistens ist es ja so, dass übersehen wird, dass die Welpen total Angst haben, auf einen anderen Hund zuzugehen und Welpenbesitzer viel zu forsch sind. Also ich bin eher so, dass ich dazu rate und üb mal erstmal, dass dein Hund bei dir bleibt und dass ihr euch die nur anguckt. Und ne, wenn du da so einen 8, 9 oder 10 Wochen alten kleinen Wurm hast, der hat Angst vor großen Hunden in 90% der Fälle. Es gibt immer 10% Welpen, die sind total tough und gucken sich alles an. Und mir ist es dann ganz wichtig, dass die erstmal lernen, guck dir die Hunde von weitem an. Du kannst danach die Spur abschnüffeln, bleib bei mir, friss Kekse, komm auf den Arm, guck dir das an. Und ja, und meine Erfahrung ist einfach auch, dass sehr, sehr viele Hundemenschen ihre eigenen Hunde gar nicht einschätzen können. Also die Frage, tut der was? Wird meistens mit natürlich nicht beantwortet. Nein, macht er nicht, der kann das. Und dann wurden bei mir schon mehrere Welpen gebissen. Also nicht meine, sondern von Kunden, ne, die dann kamen und ja, der hat gesagt, der kann mit Welpen und dann hat der Hund gebissen und dann war der Welpe schuld. Also das ist ja immer das Grandiose. Der Welpe ist dann schuld, dass der erwachsene Hund gebissen hat. Und das ist mir zu gefährlich. Also da mache ich lieber weniger Erfahrung und dafür sichere. Ja, aber trotzdem würde ich das, Entschuldigung, Gerd, nochmal ganz kurz, bevor ich den Gedanken verliere, und Naja. da bist du sofort dran. Man könnte ja dann vielleicht auch so fragen, was macht Ihr Hund, wenn mein Welpe ihn anbellt, ihn mit den Pfoten am Hals berührt, umarmt oder durch seine Beine wuselt? Das sind ja so die drei, sag ich mal, Hauptmerkmale, die so, oder bei Welpenbegegnungen, das machen ja Welpen, ne? Also entweder wild drauf losstürmen und hi, hier bin ich, ne? Oder sich Flatsch auf den Boden legen oder eben so um die Beine wickeln. Dass ich quasi ganz, ganz kurz diese konkreten Situationen abfrage und wenn der sagt, nö, das ist okay für meinen Hund, der geht dann, wenn es ihm zu viel wird, dann hätte man doch vielleicht eine ganz gute Handlungsanweisung. Oder meint ihr, das wäre zu speziell? Das weiß ich nicht, finde ich schwierig. Also, Okay. weil ich wirklich, also ja, kann gut gehen, muss nicht gut gehen, ist halt wirklich schwierig. Aber ich bin auch dafür, dass Hunde Erfahrung machen sollten. Und ich würde jedem raten, so schnell wie möglich sich mit der Körpersprache von Hunden zu beschäftigen, damit man einfach das, was einem entgegenkommt, auch einschätzen kann. Ja. Damit man, und vor allen Dingen sein Hund, also meistens zeigen die Welpen das ja auch schon, ob sie was gruselig finden oder nicht. Und ich finde es auch total okay, und das übe ich auch in der Hundeschule, Kontakten an der Leine. Aber dieses Rumspringen an der Leine, das will ich halt nicht haben. Also Spielen an der Leine und all das versuche ich zu unterbrechen und da schnell rauszugehen, kurz beschnuppern, ja. Aber das ist immer, die Leute drehen dann nicht mit und man hat ganz schnell einen Leinenknoten und dann kommen die Hunde nicht mehr auseinander. Wenn man weiß, wie es geht, ist das ja halb so wild. Wobei, wenn zwei aktive Hunderassen anfangen loszuspringen, links und rechts, dann kommt man auch nicht mehr mitgedreht mit den Leinen. Ja, Und okay. dann hat man da einen Knoten drin. Also wichtig ist ja erstmal, dass der Hund, also wir müssen ja davon ausgehen, dass der kleine Welpe seine Wurfgeschwister kennt und vielleicht noch die erwachsenen Hunde, die da im Haus gelebt haben, auf jeden Fall wahrscheinlich nur seine Rasse. So, und alles andere ist ganz schön spannend. Und wenn ich Welpen mit 10 Wochen in die Welpenschule bekomme, ist es zu 90% so, dass die sich kaum von ihren Menschen wegtrauen. Und das ist ja auch auf dem Spaziergang dann erstmal so, weil das alles fremd ist, das haben die ja noch nie gesehen. Also so viele andere Hunde oder überhaupt andere Rassen, die sehen anders aus, dann sind die viel größer, dann bellen die mal und das macht Welpen Angst. Und ich gucke halt, dass man alles sowas, wenn man bellende Hunde in der Entfernung hört, dass man da sofort in die Interaktion mit dem Hund kommt, also mit seinem Welpen kommt und klickt und füttert zum Beispiel oder spielt oder irgendwie ein Lust, irgendwas macht, dass es dem Hund besser geht, wenn er sich erschreckt und dass er vor allen Dingen lernt,
Wenn es bellt, kommst du zu mir bitte und bleibst stehen, weil irgendwann kommt das Alter, dann bellt es irgendwo und dann sagt der Hund, warte, da kann ich mal mitmachen. Okay, das verstehe ich. Ja, okay. Dass man da einfach schon mal den Grundstein legt für Hundegebell bedeutet, bei mir gibt es viele Kekse. Da bin ich safe, egal wie sich der Hund dann entwickelt. Also ich habe zumindest schon mal einen guten Fuß in der Tür, dass ich es stoppen kann, dass auch wenn mein Hund Artgenossen total lustig findet oder so blöd findet, dass er die vertreiben will, je nach Hundetyp, dass ich bei mir behalten kann, weil er erstmal Okay. gelernt hat, das bedeutet, gibt tolle Kekse. Ja, okay. Das verstehe ich gut. Und das finde ich auch wirklich eine super Idee. Dafür danke ich dir erstmal, Silvia. Gerd, du wolltest eben noch was sagen. Ich habe dich ja so abgewürgt. Hast du es noch im Kopf? Ja, also ich sagte ja auch, dass man in die Kommunikation geht. Und die Kommunikation kann ja auch sein, mein Welpe ist jetzt 10 Wochen alt oder 9 Wochen alt oder so. Ich möchte keinen Kontakt oder dass man eben auf die Seite geht. Auf jeden Fall, dass man nicht stumpf einfach weitergeht, ohne irgendwie zu signalisieren, was man vorhat, was man möchte. Und dann ist der andere große Hund plötzlich bei meinem Hund und dann hat man da irgendwie einen Knäuel oder sowas. Sondern dass man natürlich verantwortungsbewusst für seinen Welpen, Junghund handelt und ja, sagt, was man vorhat und was man denn vorhat und was man machen möchte. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. A, wer da jetzt mir gerade entgegenkommt, wie viel Zeit ich habe, was mein Hund kann, welche Strategien ich habe, was ich schon alles weiß oder eben noch nicht weiß. Und dann ergibt sich das ganze komplexe System. Aber ich erlebe es halt immer wieder, dass Leute stumpf in einen reinlatschen oder irgendwie einfach schweigend aufeinander zugehen und die Hunde wissen nicht und die Menschen wissen nicht und dann hat man da irgendwie einen Knäuel und dann ist es doof. Okay, ja, das kenne ich auch sehr gut. Und weißt du, mein Anliegen für heute ist es ja auch so ein bisschen, den Menschen so ein Bild zu malen, was sie im Kopf haben bei Hundebegegnungen. Das heißt, dass wir so gemeinsam überlegen, was können wir den Menschen mitgeben. Also zum Beispiel wäre so die Idee, dass Menschen sich überlegen mit einem Welpen, wie soll denn später, wenn mein Hund erwachsen ist, wie soll denn so eine Hundebegegnung zum Beispiel an der Leine in der Stadt oder in meinem normalen Wohnumfeld aussehen? Was habe ich denn da im Kopf? Ne? Weil nur so komme ich ja auch ins Handeln, wenn ich weiß, wie soll es denn aussehen, was möchte ich denn erreichen? Und ich sage mal so, meine Idealvorstellung ist, ich weiß nicht, ob das auch eure ist, dass ich mit meinem Hund schon im Welpenalter übe, eine Gewohnheit schaffe. Wenn wir einen anderen Hund sehen, können wir vielleicht erstmal kurz mit dem Leckerchen zum Beispiel auf die Seite gehen oder ein bisschen ihn animieren, auf die Seite zu gehen, dass wir kurz warten. Wir treten in Kontakt mit den anderen Hundebesitzern. Das müssen wir auch noch machen, wenn wir einen erwachsenen Hund haben. Und dann können wir entscheiden, ob wir die Hunde zusammenlassen oder nicht. Und das aber dann eben auf ein bestimmtes Signal hin, dass unser Hund eben auch weiß, jetzt kann ich hin, jetzt kann ich kontakten oder nicht. Wäre jetzt so, sage ich mal ganz grob, so ein Bild, was ich skizzieren würde. Würdet ihr damit konform gehen oder würdet ihr sagen, nee, da habe ich ein ganz anderes Bild im Kopf von dem Alltag mit meinem Hund, bei Hundebegegnungen? Würdet ihr auch so sehen? Ja, auf jeden Ja, Fall. ja, ja. Okay, dann hätten wir ja den Menschen mit den Welpen schon mal so ein kleines Ideolog, also so ein Bild idealisiert, so. Genau. Okay. Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, was Silvia vorhin gesagt hat, nämlich mit dem Welpen ein bisschen zur Seite gehen, auf den Arm nehmen oder erstmal die Hunde Ja. angucken lassen. Das ist ein total wichtiger Punkt, dass man den Welpen eben nicht diese Erwartungshaltung aufbaut, ah, da ist ein anderer Hund und ich lasse den sofort hin. Und das geht nämlich relativ fix, dass die Hunde gerade im Welpen-Junghundealter noch ja, zu jedem Hund hin möchten und dann haben sie die Erwartungshaltung, ah, da ist ein anderer Hund, dann kann ich ja wieder hin und irgendwann wird es nicht mehr gehen, nämlich dann, wenn spätestens der Spielradius größer wird, sodass eine kleine Straße oder so nicht mehr ausreicht oder die Leinenlänge halt nicht mehr ausreicht. Das sagt für Silvia ja auch, ne, dass dieses Rumgetobe an der Leine eigentlich nicht sein soll. Und dann hält man den Hund fest, dann sagt man ihm, nee, geht jetzt nicht. Und dann hat man natürlich da die riesen, riesen Frustbaustelle. Und wenn dann auch noch gestraft und geschimpft wird, dann, naja, geht's komplett in die Hose. Also von daher dem Welpen schon frühzeitig vermitteln, hey, da ist ein anderer Hund, bei uns passiert total was Schönes, du bist safe, wir machen tolle Dinge. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ja.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Silvia, willst du da noch mal einhaken? Naja, also was ich auf jeden Fall immer übe, ist, dass wenn mir was entgegenkommt, nehme ich die Leine in die Hand. Also ich lasse Welpen relativ schnell frei laufen oder nur mit einer Meter Schleppleine, dass ich, also ja, dass die sich einfach auch frei bewegen können. Aber wenn mir was entgegenkommt, übe ich natürlich sofort das Anleihen, weil das brauche ich später. Und die Leine ist keine Strafe, sondern die Leine soll dem Hund einfach auch Sicherheit geben. Und es ist auch eine ganz klare Regel dann irgendwann, dass die lernen. Und das ist auch jetzt so, wenn ich anleine, wissen meine Hunde, okay, wir gehen da nicht hin. Also wir gehen da nicht hin, wir gehen dran vorbei. Und ich sorge auch dafür, dass da keiner rankommt. Und wenn, dann habe ich ein Signal für meine Hunde, dass die das mitbekommen und wissen, sie dürfen jetzt begrüßen gehen. Also, ne, aber so grundsätzlich, also das, wir möchten ja an der Leine Ruhe haben. Also eigentlich, ne? Also wir möchten ja, das Bild ist ja, wir gehen total gechillt an anderen Leuten vorbei. Das geht Ja. aber nicht, wenn ich dem Hund beibringe, das kann sein, das kann mal nicht sein und gar keine, also alles immer mit demselben Signal mache. Also das wäre, als wenn die Ampel immer grün ist und mal darfst du fahren und mal halt nicht und man weiß es noch nicht so genau, probier es doch mal aus, vielleicht kommt einer und fährt dir rein. Und so ist das dann ja auch für den Hund. Der kann das ja nicht, also wie, woran soll der das festmachen, was Ja. ich gerade denke? Und da ist eine klare Kommunikation und klar, und angeleint sein ist sehr klar für den Hund. Das weiß er, ob er angeleint ist oder nicht. Und eben, wenn ich ein Signal habe und sage, okay, du darfst dahin. Und er will dann nicht, und das ist auch ganz wichtig, dass man lernt, wann der Hund sagt, ich möchte aber gar nicht. Und auch der andere Hund, wenn der sagt, ich möchte aber gar nicht, dass man seinen Hund dann da rausnimmt. Weil, ja, also ich lasse Hunde nicht zusammen, wo einer sagt, oh, ich möchte aber noch nicht. Weil erstens, selbst wenn mein Welpe begrüßen will, der andere Hund sagt aber, mir ist nicht danach und dreht sich ab und dreht sich weg und ich lasse ihn hin. Wie verdammt nochmal soll denn mein kleiner Welpe lernen, dass das heißt, ich möchte nicht, nimm dich zurück. Komm da wieder zurück. Das geht ja nicht. Und umgekehrt, wenn der Welpe das zeigt und wird direkt umgerannt von dem anderthalb Jahre, tut nichts, weiß ich nicht was, alten Hund, lernt auch, okay, also einfach nur Nase auf dem Boden und den Kopf wegdrehen, hilft mir schon mal nicht weiter. Wenn ich nicht kontakten möchte. Also es Ja, kommt immer mehr Erregung rein. das finde ich auch total wichtig. Und du hast ja jetzt gerade schon mal so ein paar Schlagzeilen der Körpersprache erwähnt. Also das heißt, Kopf wegdrehen, am Boden schnüffeln, wäre so eine Schlagzeile, dass der Hund wirklich für jeden ersichtbar zeigt, ich möchte jetzt nicht. Was wäre denn so eine Schlagzeile beim Welpen? Die können ja vielleicht noch gar nicht so Dass diese die an den Strategie Beinen haben, ihrer Kopf wegdrehen und Bezugsperson schnüffeln. bleiben. Also Okay, wenn ja. die Hunde an den Beinen der oder auch manchmal verwechseln die das dann auch. Also die nehmen dann irgendwelche Beine. Ja, also Ja. das muss man sich auch, also die sind ja klein, die sind überfordert, die Hunde. Das, ja, und die sehen dann einfach nur Beine und dann verstecken die sich da oder setzen sich daneben oder dazwischen. Und das heißt, ich brauche jetzt eine Pause und ich brauche Unterstützung. Und da sollte dann. Meistens wird dann irgendwie der Hund ausgelacht. Das macht mich immer sehr traurig, weil ich das ganz furchtbar finde. Das sind ja kleine Hundebabys. Ja, also es sind kleine, kleine Hunde, die überhaupt noch gar nichts wissen. Und jeder träumt davon, eine tolle Beziehung zu seinem Hund zu haben. Und wenn er die Hilfe braucht, wird er ausgelacht. Und also da sollte man als Bezugsperson hingehen zu seinem Hund, ihn zu sich holen und die anderen einfach so ein bisschen wegsplitten. Also mit Splitten einfach den Arm dazwischen halten. Und oder seinen Hund auf den Arm nehmen zur Not. Also, dass der hier safe ist, dann kann er gucken und die zeigen sehr, sehr deutlich, wenn sie wieder los wollen. Und dann kann er ja auch wieder los. Es geht ja nur um diese kurze Unterstützung. Mit mir ist das gerade zu viel. Und dann geht's wieder. Machen Kinder auch so. Das heißt, ich sollte nicht unbedingt die Situation direkt verlassen, wenn ich merke, Nein. dass mein Welpe ein bisschen unsicher ist, sondern ich sollte sehen, dass ich ihm Schutz gebe, eventuell durch Abstand, eventuell durch auf den Arm nehmen oder dass ich mich hinhocke und ihm so dieses Beinkörbchen gebe, dass er sich in zwischen meine Beine Genau. setzen kann. Und dann soll ich gucken, gucke ich darauf, geht er wieder vielleicht auf den anderen Hund zu? Wäre das also in euren Augen eine legitime Möglichkeit, um, ich sag mal, schönen Hundekontakt zu fördern? Okay. Ja. Sehr schön. Und dass man auch
wenn Hunde sich nicht beachten, also der eine guckt den anderen nicht an oder will, geht nicht auf den anderen Hund zu, dann ist das als Meideverhalten zu werten. Also er möchte keinen Kontakt. Und das wird auch so häufig ignoriert, denn dann geht ein Hund weg und der andere Hund wird einfach hinterhergelassen. Ob es jetzt der Welpe ist hinterm anderen Hund, der keinen Kontakt haben möchte, oder der andere Hund hinterm Welpe, der sich jetzt gerade rausschnüffelt. Wenn ein Hund weggeht von einem anderen Hund, ist das ein klares Zeichen, er möchte jetzt keinen Kontakt haben. Also es sei denn, die laufen da irgendwie über die Wiese und der lädt den ein oder so. Aber wenn die sich nicht füreinander interessieren oder der eine Hund sich nicht für den anderen Hund interessiert, dann ist da erstmal kein Kontakt. Dann halten wir die Leinen fest, wenn der andere Hund dahin möchte und wird dann belohnt, damit der Frust nicht so hoch geht, wenn er sich abwendet und so. Aber dann lassen wir die Hunde da auch, natürlich auch erstmal nicht zusammen. Wenn dann irgendwann Neugierverhalten kommt, die gucken sich immer mehr an, die schnüffeln mal abwechselnd aneinander, dann ist das Bild schon wieder ein ganz, ganz anderes. Und das muss natürlich auch behutsam oder sollte behutsam dann aufgebaut werden. Ja, seid ihr denn, also wenn ich mir jetzt so ein Setting überlege, dass ich vielleicht hier in so einer Siedlung wohne, wo ich den Hund oder den Welpen ja nicht ableinen kann oder vielleicht sogar in einer Großstadt, seid ihr denn generell gegen Hundekontakt an der Leine oder soll der nur speziell moderiert werden? Speziell moderiert werden. Okay. Und auch vor allen Dingen, aber auch zwischendurch immer mal wieder üben, dass es ganz normal ist, dass man Ja. einfach nur vorbeigeht und nicht kontaktet. Also Ja. es ist wichtiger, gut dran vorbeizukommen, als jeden Hund zu begrüßen. Weil das ist das, also irgendwann, also wenn ich eine Kleinhunderasse habe, die ausgewachsen nicht mehr als 6, 7, 8 Kilo wiegt, ist es lebenslänglich kein großes Problem. Wenn ich aber eine Hunderasse habe, die dann irgendwann 20, 25, also ich habe manchmal Kundinnen, die sind mit ihren 15-Kilo-Hunden überfordert. Also wenn die in die Leine gehen, dann sagen die mir ja, aber ich kann den jetzt nicht mehr halten. Also das Schlimmste war mal jemand mit einem 12 Wochen alten Ritschbeck, die hat sich quer über den Platz ziehen lassen. Ich so, bitte bleib jetzt stehen. Ja, ich kann die nicht festhalten. Ich so, dein Hund ist 12 Wochen alt. Ja, also sowas sollte man Natürlich. sich vorher mal überlegen. Und das ist eben in der Pubertät geht ja leider alles, was man so vorher aufgebaut hat, erstmal kaputt. Und dann kann es schon sein, dass die Hunde die Idee kriegen, auf der anderen Straßenseite ist ein Hund, ich muss dahin. Und wenn die gelernt haben, ich muss da halt hin, dann gehen die. Und wenn ich dann halt da so ein 30-Kilo-Apparat an der Leine habe und der geht los, dann wirken Kräfte. Ja, also ich kann ja mal sagen, was ich so mit dem Oliver so aufgebaut habe von Welpe also wie ich Begegnungen gestalte, das könnt ihr dann ja vielleicht auch mal in eurem individuellen Fall berichten. Ich denke, dass es schon sehr hilfreich ist. Also ich habe das so gemacht, dass grundsätzlich, wenn andere Hunde kamen, habe ich gesagt, wir warten kurz. Und als er klein war, musste ich ihn ganz viel auf den Arm nehmen, weil er viel Angst hatte. Da wollte er auch gar nicht zu anderen Hunden hin, ne? Und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich von Anfang an, auch wenn wir in der Siedlung waren, dort mich aufgehalten habe mit ihm, wo ich immer ausweichen konnte. Also ich bin recht vorausschauend, habe ich so meine kleinen Gassigänge gestaltet, dass ich nicht so enge Wege benutzt habe, weil die anderen Hundebesitzer eben diese Information nicht haben, dass man ein bisschen Abstand braucht und vielleicht auch ihre eigenen Hunde Abstand brauchen. Und als er dann mehr Interesse an den anderen Hunden hatte, habe ich immer, wir warten kurz aufgebaut, war mir aber egal, ob er sitzt oder steht, sondern dass wir einfach eben, das bedeutet, wir bleiben hier einfach mal auf diesem Fleck stehen. Du kannst den anderen Hund anschauen. Und dann habe ich eben gefragt, geht das oder geht das nicht? Und habe mich bemüht, nicht in das, also wenn Kontakt zugelassen, wenn das möglich war, habe ich mich bemüht, das ihm zu sagen, dass er Hallo sagen kann, wenn wir noch stehen. Und zwar nicht, und ihm das nicht zu sagen, während er schon losgeht. Weil das ist auch immer so was, was oft passiert, dass wenn man weiß, ach so, ja, ist okay, dann lässt man den Hund schon los und sagt dann, ach übrigens, du kannst da mal hingehen. Oder man lässt den Hund so an einer gespannten Leine zum Hund gehen. Und dann habe ich später noch aufgebaut, dass er, wenn er Interesse an den anderen Hunden hatte und die anderen Hunde aber nicht oder aus irgendeinem anderen Grund konnten die nicht zusammen, dass ich gesagt habe, okay, dann kannst du nochmal nachschnüffeln, aber nicht dem Hund hinterher, sondern eben einfach Genau. da, wo der Hund eben war. Das möchte er auch gerne, möchte wissen, mit wem es zu tun hat. Dafür braucht es ja nicht auch nicht immer diesen ganz konkreten Kontakt. Wie macht ihr das? Also wie habt ihr das Genau aufgebaut? so. Ja, auch. Du auch, Gerd? Ja. Okay. Ja.
Optimalerweise, wenn man da irgendwie so in seinem Quartier ist oder in seiner Straße oder so, verabredet man sich vielleicht mit irgendwelchen Leuten, die man da irgendwie kennt oder die man häufig begegnet. Und wenn man sich dann begegnet, dass man dann auch erstmal gemeinsam in eine Richtung geht. Also, wo willst du denn hin? Ja, ich will da in die, in, ja, auf, über die Wiesen oder so. Ah ja, dann komme ich mal mit. Und dann lassen wir die Hunde erstmal nicht zusammen, sondern lassen die gucken. Und dann bauen wir so langsam den Kontakt auf, dass sie dann, ja, kontakten können, werden vielleicht wieder rausbelohnt oder so, sodass das nicht dieses frontale Aufeinander zu und so juhu oder eben auch nicht, sondern dass man auch gemeinsame Spaziergänge nutzt, damit die Hunde gut sozialisieren können und Kontakte aufbauen können in den verschiedenen Situationen. Oder man besucht halt eine gute Hundeschule, wo sowas eben sorgfältig aufgebaut wird, dass die Welpen dann, ja, gemeinsam ein bisschen laufen und dann kontakten können und dann auch zwischendrin vielleicht eine Spielrunde machen, dass das eben ja entsprechend kleinschrittig aufgebaut wird. Okay, verstehe. Das heißt, ich sollte als Welpenbesitzerin nicht Hundekontakt per se im Kopf haben und das als Idealbild quasi daraufhin trainieren, sondern ich sollte mir überlegen, wie möchte ich, hatten wir eben schon mal, wie möchte ich das ein bisschen gestalten und dieses, wir gehen ein paar Meter zusammen, aber eben nicht so, hey, guck mal, da ist dein Kumpel, sondern guck mal, da ist dein Nachbarshund und wenn du willst, kannst du vielleicht mal ein bisschen Leberwurst hier schlecken, der andere schlägt auch mal ein bisschen Leberwurst. Man schlendert vielleicht auch gerne einer auf der Straßenseite, der andere auf der anderen. Man macht mal wieder was Schönes. Wäre das so eine Idee, wenn ich einen Welpen habe und ich möchte gerne in meiner Hood so ein bisschen, ja, so ein paar Kumpels, dass er Kumpels kennenlernt, dass er irgendwann mal richtige Hundefreunde hat, aber ohne dass er bei dem Geruch davon mich schon über die Straße zieht. Meint ihr sowas? Also, Okay. was man ja einfach nicht vergessen darf, ist, mit einem Welpen geht man noch nicht groß spazieren. Mit dem steht man spazieren. Ja, also der soll sich die Welt angucken. Der braucht manchmal ganz lange, und ich sehe das immer wieder, die werden irgendwo wirklich lang geschliffen. Also die machen Spaziergänge wie ein erwachsener Hund. Und ich habe hier für so eine 1,5 Kilometer Runde, habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht mit Jade, weil die sich alles immer angeguckt hat, ganz genau. Und ich weiß immer gar nicht, ich finde das voll süß, wenn Welpen die Welt erkunden. Also das ist gar nicht langweilig, sondern worüber, ja, was die alles so spannend finden. Und also, dass man da auch dran denkt, dass man nicht so eine Mörderrunde macht. Und eben, dass man auf jeden Fall immer im Kopf hat, wie hätte ich es gern, wenn der Hund erwachsen ist. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dann ist der Hund schon draußen und dann kommt der andere Hund und der Welpe freut sich. Und anstatt dass man dann guckt und sagt, friss Futter, guck mich an, also irgendwie dran arbeitet, komm jetzt runter, mach was anderes, kommt dann, guck mal, da kommt Struppi, Struppi kommt, oh, der Struppi kommt, geh mal Struppi Hallo sagen. Und 3 Monate später kommt dann, ja, der flippt immer völlig aus, wenn der Struppi sieht. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Also, es wird gezielt. Es ist auch ganz häufig, dass die Leute wirklich ihre Hunde auf mich hetzen, weil da kommt Silvia. Und die sind dann wirklich erstmal, wenn ich dann sage, warum machst du das? Ja, also das tut mir auch weh, wenn dein Hund irgendwann, wenn so ein Labrador mit 9 Monaten mit Vollkaracho in mich reindonnert, das ist nicht cool für mich. Und also so, dass man einfach guckt, das Verhalten zu üben, was man später möchte, auch wenn die beste Freundin vorbeikommt, also gerade da. Die kann man ja wunderbar zum Üben nehmen, weil der besten Freundin kann ich doch sagen, kannst du da mal bitte kurz stehen bleiben und echt gelangweilt nach oben gucken oder auf den Boden, auf jeden Fall nicht meinen Hund angucken und sei mal bitte so gelangweilt, wie es geht und dann kann ich mich doch ranpendeln. Oder ihr sagen, pass auf, sobald mein Hund sich zu mir dreht, kommst du ran. Das mache ich halt in der Hundeschule immer, ne? Also ich warte, bis die Hunde, ich habe so ein paar Hunde, die mögen mich echt. Und da warte ich dann, bis die zu ihren Besitzern abdrehen und wirklich ein paar Kekse essen können und wirklich essen können und mehrere genommen haben. Und dann bin ich wie von Geisterhand da und kraul die, dass die gar nicht springen müssen und dass sich das Abwenden wirklich gelohnt hat. Und das fange ich in der Welpenschule nach Möglichkeit an. Ja, okay, das verstehe ich. Das heißt, wir müssen als
Hundebesitzerinnen auch unsere eigenen Emotionen recht gut im Griff haben. Denn wenn, ne, also dass wir nicht sagen, hey, da ist ein Hund und juhu, endlich kann mein kleiner Welpe mal Hundekontakt haben, sondern ich muss eigentlich so meine ganze Freude, die ich so empfinde, darüber, dass wir jetzt endlich mal einen Hund kontakten können, so ein bisschen hinten anstellen und da so ein bisschen mehr so einen kleinen Plan machen. Und das wäre vielleicht auch so eine Idee, dass man sich das vielleicht zu Hause auch mal aufschreibt. So, wie hätte ich es gern? Das waren ja nur so 4, 5 Ja. Ideen, die wir jetzt schon mal geliefert haben. Dass man den dann einfach entweder mitnimmt auf einer Karteikarte oder sich, bevor man rausgeht, sagt, okay, was mache ich, wenn schon ein anderer Hund kommt oder so, damit man das über seine eigene, ja, so ein Web ist einfach aufregend und man ist ja, man will ihn ja auch allen Na vorstellen, ne? klar. Ja. Ja, und es ist ja auch, also das gibt ja, also Welpen sind einfach süß, egal welche Rasse. Und Ja. die Leute sind dann ja auch, dass die, ein Welpe, und dann will jeder den anfassen. Und genau, das ist ja normal. Ich habe noch eine sehr wichtige Frage an euch. Und zwar, es ist ja immer so, schwebt ja immer im Raum, mein Hund muss sozialisiert werden, der braucht ganz viele Hundekontakte. Gibt es auch da so einen roten Faden, dass wir Ideen liefern können, dass wir sagen können, ab wann ist es zu viel für den Hund? Was sind vor allen Dingen Anzeichen? Wie kann ich erkennen, dass es meinem Hund zu viel wird? Ist es so, dass mein Hund viele Kontakte mit unterschiedlichen Rassen braucht oder auch Größen und Fellbeschaffenheiten von Hunden? Könnt ihr da noch was zu sagen? Naja, ein Hund braucht schon Hundekontakte, aber nicht um jeden Preis. Und da ist deutlich Qualität vor Quantität. Das heißt, lieber irgendwie 3 oder 4, 5 gute Hundekontakte in der Woche als 8 Hundekontakte am Tag, und davon sind 7 blöd, wo der Hund überfordert ist und ge gehetzt wird. Und das ist ja auch ein großes Problem bei den Kleinen, wenn ein großer Hund den da irgendwie dann im Freilauf vielleicht hinterherläuft, und der Kleine kriegt Angst. Oder also, dass man eben drauf schaut, dass man möglichst wenig Erregung in die Kontakte reinkriegt. Und ja, das, was ihr auch schon gesagt habt, dass man die so gestaltet, wie man sie später auch haben möchte. Nämlich, okay, du kannst gucken, du kannst was essen, wir können auf die Seite gehen, wir können Seitenwechsel machen, was auch immer. Also, das geht noch nicht beim Welpen, aber ganz klar muss man da so ein bisschen einen Plan im Kopf haben. Und ja, wie viel Kontakte dann ausreichend sind oder wichtig sind, hängt total vom Individuum auch ab. Also. Kann ich das erkennen? Also kann ich als frisch gebackene Welpenmama und Welpenpapa erkennen, das war jetzt ein bisschen viel oder da muss ich nochmal gezielten Kontakt suchen. Gibt es da irgendwie eine Messlatte? Gibt es da irgendwas? Naja, wenn der Wäre da eine Welpe Idee? wegläuft und die Rute klemmt, ne, aber das heißt auch nicht, dass dann sofort, also das kann immer passieren. Also Welpen erschrecken sich halt schnell mal, die quieken auch schnell mal, ohne dass die berührt wurden. Das ist normal. Also wirklich immer genau hingucken, das kann sich ganz schnell wieder regeln. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Welpen, also dass man dann guckt, dass man den, der zu wild ist, rausnimmt, also und den ausbremst, aber der Welpe irgendwie lernt, dass er selber mit der Situation wieder klarkommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, dass er Unterstützung hat, aber nicht alles komplett geregelt wird. Also, dass er auch so ein bisschen, es ist so schwer. Also, es ist auch wirklich Fingerspitzengefühl. Naja, Wir können die nicht dass er sich auch. vor allem beschützen. Die müssen das lernen, irgendwie das auch selber zu lösen. Genau, aber ohne den Anspruch zu haben, das machen die unter sich aus. Also Ja, wenn nein. wir sehen, dass sie es nicht unter sich ausmachen können, weil der Hund überfordert ist, und das sieht man zum Beispiel daran, dass er jetzt irgendwie wegläuft und innerhalb von, das ist jetzt einfach eine Zahl, 5 Sekunden, es schafft, nicht schafft, den anderen wieder zu stoppen. Und den Rücken so langsam aufkrümmt, die Rute wandert so langsam unterm Rücken, und dass man wirklich so das P in den Augen der Hunde sieht. Und dann müssen wir natürlich denjenigen, der gerade hetzt, der hinterherläuft, halt gucken, dass man ihn anspricht, stoppt, und der andere wieder in die Selbstwirksamkeit kommt. Also die Selbstregulation ist ein total wichtiger Punkt. Und deswegen ist es auch so eine riesen Gratwanderung zwischen, wie viel mische ich mich da ein, wie viel reguliere ich, weil wenn ich überreguliere, kann der Welpe
Und Junghund keine Selbstregulation aufbauen. Er kann nicht austesten, ah, was passiert denn, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Und lasse ich es einfach laufen, ist die Gefahr sehr groß, dass er einfach Angst kriegt und Hunde einfach Kacke verknüpft. Okay. Also ein ganz klares Jein, ja, nee, ja, Vielleicht. muss man schauen, vielleicht. Okay. Genau. Ich habe jetzt gerade so die Situation vor Augen. Ich stehe mit meinem Hund an der Leine oder ich schnüffel hier, der schnüffelt hier so ein bisschen so auf dem Bürgersteig rum mit meinem Welpe und es kommt ein anderer Hund und ich habe vorher diese gewohnheitsbildenden Maßnahmen durchgeführt und der andere Hundebesitzer sagt, ja, es ist okay, er kann mal hin und mein Welpe geht hin und dann kriegt mein Welpe Angst, weil der andere Hund vielleicht irgendwie unachtsam war und auf ihn draufgetreten ist. Kann ja immer mal passieren. Dann fängt mein Welpe an zu schreien, läuft zu mir. Und dann könnte man ja in der ersten Schrecksekunde sagen, oh, du Armer, wir gehen. Wenn ich aber ja weiß, dass der andere Hund grundsätzlich eigentlich freundlich ist, wäre es ja dann eben eine Strategie, um meinen Welpen zu stärken, zu sagen, ich gehe ein bisschen weg, du kriegst erstmal ein bisschen Sicherheit bei mir. Ich würde den anderen Hundebesitzer sagen, hast du einen Moment Zeit, kannst du mal kurz stehen bleiben und dann gucke ich, ob mein Welpe wieder Genau. dran möchte, damit er nicht eben auch so dieses Feindbild vielleicht lernt, wenn es vielleicht jetzt ein großer Retriever zum Beispiel war, dass er irgendwann sagt, Retriever sind alle doof. Genau. Okay. Manchmal hilft es auch tatsächlich, also wenn der Hund Menschen mag, dass man halt beide Hunde streichelt. Also man kann ja sich selber, also man kann ja die gesamte Armbreite, Armlänge, also Armlänge Abstand kennen wir ja. Machen wir zwei Armlängen Abstand, ein links, ein rechts, kraulen. Das hilft bei Hunden, die ängstlich sind, auch sehr häufig, wenn man einfach Ah, guter anfängt, Tipp. Ja. den Angstauslöser zu streicheln dass die sich, also gerade bei Welpen ist es ja so, dass sehr viel über Vormachen, Nachmachen ist und wir können den auch vormachen. Und wenn wir den vormachen, guck mal, der Hund ist nett, ich mache das sehr gerne, wenn Welpen Angst haben, dass ich dann die Bezugsperson denen einfach sage, streichel mal den anderen Welpen, wenn der rankommt im Freispiel, lass deinen. Also die müssen dann leider hocken, haben ihren Hund halt zwischen den Beinen und sind da als Schutz drüber und streicheln dann seitlich den anderen Hund. Und meistens kommen dann die ängstlichen Welpen zwischen den Beinen raus und sagen, was machst du da eigentlich? Ach, So, und schön, ja. das geht halt auch. Und ja. Naja, und wichtig ist auch erstmal, wenn der Welpe sich erschrocken hat und zu uns kommt, dass wir erstmal gute Stimmung machen. Nicht einfach sagen, oh mein Gott, und jetzt gehe ich weg, sondern wir arbeiten ja total gerne mit Markersignalen, mit einem Klicker oder mit Markerworten. Und dass man dann, sobald der Hund da irgendwie bei einem ist oder man gesehen hat, ah, der hat sich erschrocken, dass man da ein Markersignal reingibt, gute Stimmung macht. Man verstärkt damit nicht die Angst, weil das Markersignal eben ja, dem Hund vorhersagt, hey, jetzt passiert was Schönes. Und dadurch dämpfen wir extrem die Schreckreaktion ab und der Hund kommt viel, viel schneller wieder in Verhalten, die auf Wohlbefinden begründet sind. Und dann kann er auch viel, viel schneller gegebenenfalls wieder in den Kontakt mit den anderen Hunden eintauchen. Und das habe ich ja auch, wenn ich junge Hunde oder Welpen im Training habe. Klar, verschrecken die sich mal, wenn damals Enya oder jetzt Freddy mal irgendwie eine kurze Ansage machen und sagen, ey, das war mir zu dicht oder sonst irgendwas. Und uiuiuiui. Und dann machen wir gute Stimmung, gehen weiter spazieren und nach kurzer Zeit nehmen die wieder Kontakt auf und das ist wieder alles schick. Und das gehört ja auch mit zu den Lernerfahrungen dazu. Okay, das war schlimm, also oder es war ein bisschen doof, aber Leben geht weiter. Ich kann Ja. dann auch wieder in schönen Kontakten reinkommen. Ja, Ja, und vor das. allen Dingen nicht die Nerven verlieren, wenn Welpe schreit, weil die schreien wirklich laut und die schreien schnell. Und dass man erstmal, also da versuche ich wirklich, also das ist auch für mich schwer nach wie vor, wenn da so ein Welpe bei mir im Training, wenn der irgendwie aufschreit, aber dass man wirklich cool bleibt und erstmal, hey, was ist denn los? Also nicht so, oh, der ist jetzt tot. Nein, nein, also der wurde wahrscheinlich nicht mal berührt. Der hat sich einfach nur total verjagt und das ist eine natürliche Reaktion, dass die dann nach Mama schreien, weil wenn man so schreit, kommt Mama. So, und man kann dann ja auch hingehen, aber nicht, dass man ja überreagiert, weil man, also das wirklich versuchen, ruhig zu bleiben, zu atmen, dass der Hund nicht mitkriegt, dass einem die Nerven jetzt auch noch weggehen. Und das ist, ja, das tut weh erstmal, aber man gewöhnt sich dran.
Vielleicht können wir ja auch noch mal als Tipp rausgeben. Es ist ja vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man überreagiert und seinen kleinen Welpen dann vielleicht mal kurz überbehütet, aber man kann dann danach wieder atmen und dann sagen, okay, komm, jetzt gucken wir uns das noch mal an. Ne? Genau. Genau. Ja. Also wichtig ist, dass man dann einfach sagt, komm, wir gucken uns das nochmal an. Ja. Wow, das sind echt viele Infos. Super spannend. Aber ich finde, das ist auch echt so ein großes Feld, wo eben auch aus Unwissenheit schon so viele Fehler passieren. Ne? Und zwar nicht, weil Hundebesitzer irgendwie in den Hunden was Böses wollen, sondern es ist einfach die mangelnde Information. Es gibt so viel rund um Hunde zu lernen. Ne? Und ich finde gerade so die, ja, also gerade Hundebegegnung mit Welpen so wichtig, weil man braucht ja nur aus der Tür raustreten und schwupp steht da schon ein Hund. Ja, also Ne? was wirklich auch gut ist, ist einfach beobachten. Also manchmal gibt es ja so Plätze, von wo aus Ja. man viel sehen kann und wo einfach auch viele Leute vorbeigehen, aber halt angeleint, weil das irgendwie im Ort ist. Und Ja. einfach gucken lassen. Also auch das ist ja schon, dann sehen die schon mal verschiedene Hundetypen. Und dass man nach seinem eigenen Hund guckt und wenn man merkt, oh, der findet was gruselig, also danach habe ich auch immer entschieden, ob Jade kontaktet oder nicht. Wenn die sich hinter mir versteckt hat, habe ich gesagt, nein. Also es war ja sehr deutlich, dann wollte sie den Hund nicht kennenlernen und sie wird wissen, ob sie das möchte oder nicht. Und habe dann gesagt, nee, bitte nicht, bitte einfach weitergehen und habe natürlich klar, ich sehe ja auch, wie der andere Hund aussieht und wenn der so aussah, als wenn der gleich wild losspringt, habe ich auch gesagt, nee, lassen wir mal. Ja, aber dass man da halt schaut, dass der Hund viel zu sehen kriegt, also der muss nicht mit jedem, man kann nicht auf alle Rassen sozialisieren, aber man sollte zumindest wissen, dass wenn der keine Hunde kennt, die auch im Gesicht zugewachsen sind, dass das sein kann, dass der Hund da komisch drauf reagiert, also dass der Angst hat. Vielleicht sogar, also bei Welpen unwahrscheinlich, aber erwachsene Hunde können da auch schon mal mit Aggressionsverhalten dann reagieren, weil die sagen, verstehe ich nicht, was soll das sein? Oder halt Plattnasen, also die ganzen Hunde, die einen zu kurzen Fang haben, weil eben diese Faltenbildung für die Hunde, das ist Aggressionsverhalten. Also wenn Hunde sauer sind, klappen die halt alles zurück. Und wenn man das nicht kennt, dass ein Hund so gar nicht anders aussehen kann und dann noch diese Atemgeräusche dazukommen und die Hunde das nie kennengelernt haben, ist das immer, ich freue mich immer, wenn ich eine Welpengruppe habe, die total gemischt ist. Habe ich aber auch nicht immer. Also das hat man, kann man ja leider nicht steuern, wer sich anmeldet. Ich freue mich immer total, wenn ich da dann auch mal, weiß ich nicht, ein Boxer oder sowas mit drin habt, dass einfach ein plattes Gesicht auch da ist, ne? Ja, okay. Hast mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich eigentlich, Entschuldigung. und ich sage es auch mal, ich hoffe ja dann, dass wir irgendwann keine von diesen Rassen mehr in den Das wäre Welpengruppen schön. begrüßen dürfen. Also, Ja. aber ich glaube nicht. Ja, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, ja. Also das heißt, im Zweifelsfall stehe ich für meinen Welpen ein und höre nicht darauf, was mein Nachbar sagt, der vielleicht einen Fernsehtrainer gesehen hat und der gesagt hat, das musst du aber so machen, sondern ich stehe wirklich, guck, was sagt mein Welpe mir und der hat Priorität. Naja, es ist ja der eigene Hund, also mit dem ich leben möchte. Man lässt sich ja hoffentlich auch nicht sagen, was sein Kind muss oder nicht. Also hoffe ich. Sondern Ja. entscheidet das selber, ob das jetzt gut ist oder wenn das Kind sagt, ich möchte da auf gar keinen Fall hin, dass man dann sagt, ja, es ist okay, dann gucken wir. Macht es in euren Augen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bekanntenkreis jemand kenne, der einen erwachsenen Hund hat, der mir einfach total gut gefällt, so von seiner Art her, vom Wesen her, wie er vielleicht sich in der Umwelt bewegt, wie er mit anderen Hunden umgeht, würde es Sinn machen, dort mit meinem oder mit meinem Welpen den Kontakt zu suchen und zu sagen, können wir uns einfach mal ein bisschen zusammen draußen aufhalten, damit der Welpe sich eventuell Verhaltensweisen abschaut. Also wenn der andere Hund auch ruhig ist bei Hundebegegnungen, dann würde der Welpe sich das vielleicht hoffentlich abschauen. Wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Okay. Total, total Gut. gut. Also, wenn man sich so ein Netzwerk aus Onkels und Tantens aufbauen kann, wo man gemeinsam spazieren geht, nachher, wenn der Junghund dann ein bisschen weitergehen kann oder auch sich einfach irgendwo trifft und die können ein bisschen interagieren, dann hat man ja auch ja, entsprechend die Sozialkontakte so ein bisschen
abgefedert. Wenn man da so 2, 3, 4 Hunde, feste Hundekontakte hat, dann ist das schon mal ziemlich, ziemlich viel. Man muss jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag, was wir vorhin schon gesagt hatten, 3, 4 Hundekontakte neu haben, sondern die Welpen müssen halt die Kommunikation lernen. Und die Hört sich einfach Kommunikation lernen besser. sie natürlich schwieriger bei anderen Welpen, die das auch noch nicht können, aber eben mit erwachsenen Hunden, die gut kommunizieren können, die Druck rausnehmen können, die ein bisschen Druck machen können, die aber auch ein bisschen was aushalten können. Und wenn man da dann irgendwie in der Nachbarschaft so einen Hund hat, mit dem man dann einfach auch spazieren gehen kann, hey, super, mega. Und wenn man nur die nette Hundetante oder den netten Welpenonkel in der Nachbarschaft wohnen hat, dann muss man leider den auch mal schützen und seinen Welpen da abpflücken und dann muss man selber wieder ins Training gehen, ne? Also es ist nicht, der kann sich ja mal wehren, also das ist auch nicht das Ziel der Übung, dass der Welpe, ne? Es gibt ja viele, viele nette Hundetanten und Hundeonkels, die sich einfach nicht durchsetzen können gegen so einen Welpen. Na, also auch da, wenn der immer den Kopf wegdreht und weggeht und sagt, ey, lass mich, und der Welpen sind dann ja ab einem gewissen Alter auch echte kleine Arschkrampen. Und der immer wieder reinbeißt. Und es ist auch nicht lustig, wenn der Welpe sich im Ohr festbeißt. Und also es wird mir immer wieder, und der wehrt sich nicht und der hängt da am Ohr und der hängt in der, ja, und das tut weh, so wie euch weh tut. Also im gleichen Atemzug kommt dann, ja, und mir beißt der abends immer in die Arme. Ja. Und warum muss der Hundeonkel das aushalten? Also, dann nimmt man den dann raus und dann leint man ihn halt an und ist nett zu seinem Hund. Also, der ist einfach auch überfordert, vielleicht auch frustriert, weil der Hund nicht so spielt, wie der Welpe sich das vorstellt, also wie er das mit seinen Geschwistern gemacht hätte. Machen ältere Hunde halt nicht. Also, dass man da auch guckt, dass man dem Welpen beibringt, wenn ein Hund immer weggeht und den Kopf wegdreht, dann bleibst du jetzt mal hier und machst was mit mir zusammen. Und zur Not holt man dann sein Zergel raus und macht ein kleines Zottelspiel mit dem. Also, dass man selber auch wieder ins Spiel kommt, dass der Hund lernt, ach ja, wenn der nicht mit mir spielt, kann ich aber Interaktion mit meiner Bezugsperson haben. Genau. Und wenn denn da kein Spiel zustande kommt, dann ist das auch gut, wenn man einfach durch die Gegend geht. Die Hunde parallel laufen, hintereinander laufen, die kommunizieren schon miteinander, die gucken sich Zusammen an, schnüffeln. die interagieren und das reicht auch in vielen, vielen Fällen für das kleine Welpengehirn absolut aus, dass das da auch Lernerfahrung macht. Okay, ich habe den angeguckt und er hat weggeguckt und dann konnte ich hingehen und dann habe ich geschnüffelt und hey, super. Und wenn der mich angeguckt hat, dann bin ich weggegangen und dann war meine Mama für mich da oder meine Bezugsperson für mich da und hat mir einen Keks gegeben. Und solche Sachen kann man natürlich auch an der Leine ohne Spielinteraktion wunderbar gestalten. Und das ist Ja. so wahnsinnig wichtig, was meistens Absolut. nicht gemacht wird. Absolut, ja. Aber dafür nehmen wir jetzt hier wirklich den Podcast auf, um Menschen zu sensibilisieren, dass sie genau hinschauen und ja, einfach viel mehr Informationen noch bekommen. Dafür danke ich euch schon mal, aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein kleines Thema, und zwar gibt es ja auch Menschen, die eher ländlich wohnen, wo die Welpen gar nicht viele Hundekontakte üben können. Ich weiß nicht, wohnt einer von euch eher ländlich und sagt so, ich habe gar nicht viele Hundekontakte am Tag oder vielleicht in der Woche nur mal einen Hund oder zwei Hunde auf dem Feld und die sind immer angeleint, weil sie jagen und vielleicht auch gar nicht so Bock auf andere Hunde haben. Habt ihr das? Ja, Ja. habe ich. Was ratet ihr denn solchen Welpen, also Besitzer von Welpen, die in so einer Umgebung wohnen, damit die Welpen vielleicht doch den einen oder anderen Hund kennenlernen und einen guten Kontakt haben? Gibt es aber auch was, was man denen raten kann? Weil man kann sie vielleicht auch noch gar nicht ins Auto packen und sagen, wir fahren mal in die nächste Stadt oder so. So ein bisschen eine Zwickmühle, oder? Wie seht ihr das? Ja, also meistens gibt es ja dann auf dem Dorf so die ein oder anderen Dorfhunde, die da irgendwie rumlaufen, dass Okay. man da dann schaut. Inzwischen gibt es ja auch viele, viele Dorf-WhatsApp-Gruppen. Hey, wer hat mal Lust auf einen Spaziergang? Oder man geht eben dorthin, wo ja tatsächlich auch Hunde rumlaufen, eventuell auch Hundefreilaufgebiete, aber da würde ich dann immer schauen, wann wie viele Hunde da sind. Also nicht immer unbedingt zur Rush-Hour gehen,
Und mehr so am Rand sein, den Hund gucken lassen, dass man solche Gegenden nutzt. Zum Beispiel in Lüneburg haben wir den Kurpark. Da gibt es einen Teil, da ist Leinenpflicht, da kann man dann wunderbar mit dem Welpen durch die Gegend gehen, wo er dann auch irgendwelche Yoga machenden Menschen auf einer Wiese beobachten kann. Oder eben an der Leine, also da laufen die Hunde dann auch an der Leine, dann beobachten kann. Und dann kann man in den anderen Teil des Kurparks gehen und je nachdem, wie viel da los ist, man kann das auch relativ gut überblicken, kann ich dann mir irgendwo mal einen Einzelläufer schnappen, dass mein Hund da kontaktieren kann. Oder man geht einfach so über die Wiese und guckt, was da kommt. Wenn da jetzt eine große Hundegruppe mit 5, 6, 7 größeren Hunden ist, dann würde ich da nicht unbedingt hingehen, weil dass da dann irgendwie die Thermik hochkommt, das ist sehr wahrscheinlich. Halt schauen, wo man die Hundekontakte hat oder eben natürlich auch in der Hundeschule gegebenenfalls Hundekontakte knüpfen, sich verabreden und Ja. so gute Okay. Hundekontakte erreichen. Also, was eine wirklich schlechte Idee ist, das ist mir passiert in einem Kurs, da habe ich meine Gruppe erwachsene Hunde, habe die spielen lassen und auf einmal, also das ging so schnell, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ohne Absprache kam jemand mit einem Welpen und unsere Hunde waren aber ein Stück weg vom Weg und haben da gespielt, deswegen hatte ich da nichts gesagt und ich wusste auch, die würden da nicht hinlaufen, also aus der Gruppe, das war mir klar. Und er hat seinen Welpen direkt in die Hunde reingeschickt, hat den abgeleint und gesagt, lauf mal, ja, der ist gejagt worden. Ne? Also das war einfach, so schnell konnte ich auch gar nicht reagieren und so schnell konnte ich die Gruppe nicht stoppen, weil das ist so in meinem Rücken passiert und es ist keine gute Idee. Überhaupt nicht. Also wenn da mehrere Hunde interagieren, erwachsene Hunde interagieren, bleibt der Welpe erstmal weg. Also ansonsten wird der da einfach umgemangelt. Und wenn da so eine Gruppendynamik dann auftaucht, da hat der Welpe null Ja, Chancen. also man schickt auch einen erwachsenen Hund nicht in eine Gruppe zu spielenden Hunden. Also auch das kann übel enden. Ja, also da fragt man, ob das geht und dann kann man ja das alles einmal kurz stoppen und gucken, aber das wäre keine gute, also das ist grundsätzlich keine gute Idee und mit seinem Welpen auf gar keinen Fall eine gute Idee. Aber sowas machen Menschen halt. Ja, das Wollte stimmt. ich gerade sagen, Menschen machen das ja und sie machen das ja, weil sie etwas Gutes für ihren Welpen wollen, weil sie ja vielleicht auch noch denken, es gibt einen Welpenschutz, den es ja eben nicht gibt. Also wenn ihr da noch ein bisschen was zu sagen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und das muss man natürlich immer im Blick halten. Das heißt, wir müssen wirklich die Infos in die Welt bringen, wie man seinen Welpen vor Schaden behütet und trotzdem dahin bringt, dass er sich in unserer Welt gut zurechtfindet. Und dazu gehört das Wissen darum, dass man dann, wenn man eine Hundegruppe sieht, vielleicht lieber nochmal 20 Meter weggeht und sich mit seinem Welpen hinsetzt und ein bisschen streichelt, spielt, Genau, füttert, also sodass er das sich kann das. man super nutzen, um zu üben, hey, da spielen Hunde und wir gucken uns das an und du machst Sachen mit mir. Das ist nämlich viel cooler, und viel, viel wichtiger fürs echte Leben, weil sowas passiert einem immer und man muss da irgendwie dran vorbei. Und das ist anstrengend, wenn der Hund dann auf zwei Beinen steht und nicht weitergehen kann und anfängt zu schreien, weil er frustriert ist, weil er da mitmischen möchte. Und dann kann man sowas lieber üben, ja, um es einfach nur anzugucken und mit der Bezugsperson Sozialkontakt zu haben, einfach oder zu interagieren, dass man da halt schaut dann und das übt und eben, ja, in einem großen Abstand vorbeigeht. Wollt ihr noch was zum Welpenschutz sagen? Also ich denke ja, jeder weiß es, aber ich bin mir nicht sicher. Deshalb wollt ihr da noch eine kurze, gesonderte Info nochmal rausgeben? Oder sollen wir das so stehen Okay. lassen? Es gibt keinen Naja, Welpenschutzpunkt. es gibt keinen Welpenschutz und Genau, es gibt übrigens, es ganz gibt schön auch keinen viele. Welpenschutz. Komm, Gibt's lass keinen uns alle gleichzeitig was sagen. 3, 2, 1. Es gibt keinen Welpenschutz. Okay, da war ich jetzt Es zu gibt spät. erwachsene Hunde, die Welpen sogar richtig, richtig blöd finden. Und Okay. auch zu Recht. Also wenn Welpen können ja massivst nervig sein bei erwachsenen Hunden auch. Das, was Silvia auch schon vorhin gesagt hat. Und dann muss man eben auch die erwachsenen Hunde schützen. Ja, es gibt aber auch wirklich erwachsene Hunde, die Welpen beißen und die sind nicht verhaltensgestört. Also wollte ich mal, nein, das kommt dann. Da war so ein total verhaltensgestörter, asozialer Hund, der den Welpen gebissen hat. Nein, so war das nicht. Es war anders.
Da waren nicht informierte Menschen, die die Körpersprache des erwachsenen Hundes nicht verstanden haben. Und also sowas passiert und dafür muss man seinem Hund schützen und das ist normales Verhalten. Genau, und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig zu sprechen mit Leuten, wo man die nicht kennt. Und ein Damit. verantwortungsbewusster Hundehalter wird dann sagen, nee, Welpe ist gerade doof. Also wenn mit Enya ging's, ne, wenn da ein Welpe war, kann der Welpe mal ran, ja, kein Problem, das war okay. Mit Freddy würde ich das nicht machen, weil ich ganz genau weiß, dass der vom Welpen einfach genervt sein wird und dem dann eine entsprechende Antwort geben wird. Und diese Erfahrung muss der Welpe ja nicht unbedingt machen. Finde ich ganz spannend, was du sagst, Gerd, weil ich höre ganz oft Menschen nämlich sagen, ja, mein Welpe muss ja lernen. Oder es ist gut, wenn du so einen Hund hast, der meinem Welpen mal ordentlich Bescheid sagt, weil der ist immer so wild. Das ist ja schon so eine gängige Aussage, dass Menschen froh sind, wenn der Welpe mal so dezent eins auf den Deckel Hass, kriegt, oder? sage ich jetzt mal. Ja, ich sage das, Also, aber ja. hey, mein Kind hat welche auf die Nase gekriegt. Juhu. Also, Entschuldigung. Ja, wie Naja, können wir denn konstruktiv jetzt mit umgehen? Wie können wir denn, weil das ist es wirklich, ich höre das sehr, sehr oft. ja, ich weiß, ich auch. Also wir alle hören das sehr, sehr oft. Da ist ja indirekt stimmt das ja auch. Also hier mein Kettlebär, der hat den Welpen dann schon auf eine vernünftige Art und Weise gesagt, das ist too much. Und hat mir ja auch wirklich in den Welpengruppen richtig geholfen und hat die zu doll waren, die hat der gesplittet. Aber halt auf eine super gute Art und Weise, also nie zu doll. Wir wissen aber nicht, wie die Hunde das machen. Also der hat das sehr, sehr gut gemacht, aber wer weiß, wie Freddy die Ansage macht. Also es geht ja nur darum zu sagen, hey, das ist jetzt zu doll, mach was anderes, geh hier weg. Und es gibt aber Hunde, die beißen dann oder die ja scheißen die so zusammen. Und auch wenn es der erste Kontakt ist, also häufig ist es ja auch, dass so ein kleiner Hund da ran will und mal gucken will und dann so einen kleinen Sheltie sieht und dann kriegt der so einen Anschiss und sagt, oh Gott, Sheltie sind gruselig. Sheltie sind ganz, ganz gruselig. Das heißt, könnte man vielleicht so argumentieren, dass man sagt, ja, es ist okay, wenn Welpen auch von anderen Hunden mal gesagt bekommen, das ist mir hier zu grob, aber das sollten vielleicht eher vertraute Hunde sein, die dann eben auch nicht vor lauter Genervtheit und sie haben ja auch gar Genau. keine Bindung und keine Beziehung zu dem kleinen Hund, dass sie dann nicht so über die Stränge schlagen, sondern dass es erträglicher ist für alle Ne. Parteien, wenn man sich gut kennt, oder ist es Nein, ich auch glaube, es nicht? gibt einfach Hunde, die es können, so wie es gute Erzieher gibt und Gut, manche, dann. die, ja, also die einfach das Talent haben, Kinder zu regeln. Und so gibt es auch Hunde, die einfach das Talent haben, zu sehen, der ist zu doll, den bremse ich aus und der hat Angst, den lasse ich in Ruhe oder da schnüffel ich vorsichtig rein. Also es gibt Hunde, die können das. Und wenn man so einen hat, ist das ein Segen. Und wenn man so einen nicht hat, ist es, also ja, es ist schwierig. Also häufig sagen mir Welpenbesitzer, ich hatte schon so ein komisches Bauchgefühl und dann wurde es blöd. Wenn du ein blödes Bauchgefühl hast, lass es einfach. Also lieber einmal vorsichtiger sein als einmal zu viel. Und die meisten können ihre Hunde nicht richtig einschätzen. Die wissen das selber nicht, ob der Hund mit Welpen gut klarkommt oder nicht. Das heißt, nein. Das heißt, der Welpe braucht es nicht, um sich gut zu entwickeln, dass er von einem fremden Hund auf eine sehr grobe Art und Weise Nein. angeflaumt wird. Wer ist hier der Boss? Genau, überhaupt Naja, nicht. zumal wir ja, also es gibt ja mehrere Aspekte. Wir wollen ja, dass die Hunde sauber miteinander kommunizieren. Und wenn es laut wird, dann sind mit Sicherheit vorher ganz, ganz viele Signale nicht beachtet worden, die subtiler laufen. Und dann ist ja die nächste Frage, okay, was lernt jetzt der Hund da draus? Und wird er dann in diesem Moment eben auch von der Bezugsperson unterstützt? Und ganz häufig ist es ja eben so, da muss sich jetzt ein erwachsener Hund wehren, weil ihm der Kleine sowas von auf den Zwirn geht oder der den einfach doof findet oder wie auch immer. Das heißt, den erwachsenen Hund bringen wir schon in eine Situation, dass er mit Aggressionsverhalten reagieren muss, aus seiner Sicht. Der kleine Welpe kriegt sowas von eine reingeschüsselt.
wo er eigentlich nach bestem Wissen gewissen oder nach bester Erfahrung sagt, hey, ich bin aber klein und süß und niedlich und du musst mich lieb haben. Und wir haben eine Bezugsperson, die dann einfach sagt, naja, hat er ja auch verdient. Und da ist keinem geholfen. Cool wäre es, wenn ein Hund dann subtil eine Ausladung sagt. Das kann ein Abschnappen sein, das kann steif werden sein, oder irgendwie sowas. Der Welpe weicht und von der Bezugsperson kommt die Info, hey, wow, du kannst auch zu mir kommen. Und wir machen was Schönes. Dass der Hund auch, dass der Welpe auch tatsächlich aus dieser subtilen Kommunikation was lernen kann. Nämlich, da werde ich ausgeladen und jetzt bin ich frustriert, weil eigentlich möchte ich ja mit dem Hund interagieren. Ich kann aber zu meinem Menschen kommen und da werde ich aufgefangen und wir machen schöne Dinge. Das heißt, wir müssen diese Komplexität der Interaktion ja beachten und was die Hunde daraus lernen sollen. Das heißt, es wäre viel wichtiger für meinen Welpen zu lernen, dass es verschiedene Stufen, das weiß er wahrscheinlich schon, aber das uns auch nochmal zu lernen, dass es verschiedene Stufen der Eskalation gibt, dass wir dem Welpen lieber beibringen, pass mal auf, reagier doch schon auf die ganz kleine Unterschrift, auf das ganz kleine, ich möchte jetzt nicht mit dir interagieren und nicht darauf zu warten, dass er ordentlich eine gescheppert kriegt, damit das dann auch mal wirklich lernt, sondern das ist unsere Pflicht als Erziehungsbeauftragte, unserem Welpen beizubringen. Du, wenn der andere Hund den Kopf wegdreht, dann brauchst du nicht darauf zu warten, dass er irgendwann grob wird, sondern wir hören einfach direkt auf. Genau. Ja, wäre meine Zusammenfassung. Und zu Ja, also. 99%, Entschuldigung, ist die Reaktion des Welpen oder des Junghundes ja nicht, oh mein Gott, Entschuldigung, ich war zu grob, sondern, ey, warum hast du mich angemacht? Oder, ach, jetzt erst recht. Und es ist ja häufig, sind das ja auch Kontakte, das, was du ja sagtest, Anja, wenn dann mit Hunden, die man öfter sieht, also mit irgendwem, den ich irgendwie beim Spaziergang treffe, den ich sowieso vorher noch nie gesehen habe, da kann ich einfach sagen, nee, da, nein, danke, ich gehe mal weiter. Wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, die sind auch erzieherisch, also von einer gesamten Einstellung zum Hund auf derselben Wellenlänge wie ich. Da darf man selbstverständlich mal laufen lassen, weil das müssen die im Laufe der Zeit tatsächlich lernen. Also, das ist wieder diese blöde Gratwanderung. Natürlich müssen die auch lernen, dass ein Hund Nein sagt. Also, wenn man einen hat, der es denn kann. Also, wir können denen nicht alles abnehmen und das ist echt schwierig. Und Ja. ja, Gerd, erklär du mal. Du kannst immer um die Ecke erklären. Naja, es kommt eben auch darauf an, dass die Hunde diese Situation noch bewältigen können, um da mit guten Lernerfahrungen rauszugehen. Und eine gute Lernerfahrung ist auch, okay, der andere Hund hat mich jetzt ziemlich starr angeguckt oder hat auch abgeschnappt, was auch normale hundliche Kommunikation ist. Ich bin gewichen und ich hatte aber eine Möglichkeit, wo es mir besser geht, nämlich bei meiner Bezugsperson. Und das muss natürlich auch praktiziert und gemacht werden, damit die Hunde eben auch diese Selbstwirksamkeit wieder erfahren können. Oder zu sagen, dann, okay, jetzt bleibe ich mal ein bisschen auf Abstand. Aber dazu gehört es auch, dass man noch den richtigen Moment abpasst, wo der Hund noch nicht drüber ist. Es gibt ja irgendwie so eine Grenze, nach müde kommt doof. Und wenn die Erregung schon total hochgestiegen ist und der Stresslevel hochgestiegen ist, dann ist da eben auch saubere Kommunikation nicht mehr möglich. Und das muss man natürlich dann im Auge behalten. Umso wichtiger ist es, letzter Satz, dass die Kernkompetenz eines jeden Hundehaltenden eben auch das Erkennen und Einschätzen der Körpersprache der Hunde ist. Da müssen wir unbedingt hin. Absolut. Und Ganz bitte nicht wichtig, ja. vergessen, wir reden jetzt über Welpen. Das hört sich immer so an. Ja, und dann dreht er den Kopf weg und dann klicke ich und füttere. Ganz so funktioniert das mit Welpen leider nicht, weil die nehmen den Kopf nicht weg. Deren Intention ist ja meistens, sie werden ausgeladen und junge Hunde sind doof. Die kriechen den Hunden in den Fang rein. Und daraus kommt ja, naja, dann muss der halt mal beißen, dann muss das lernen. Nein, kann er nicht, weil das ist
das ist ein Beschwichtigungsverhalten. Also die wollen dann noch mehr Interaktion und wollen da rein. Also die können nicht anders. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Da müssen wir den Hund rausnehmen. Also wir müssen ganz, ganz viel als Hundeeltern darum managen und das übernehmen, weil der Welpe kann das noch nicht. Das kommt irgendwann, ja, mit der Pubertät, nee, nach der Pubertät, während der Jugendentwicklung fängt das irgendwann an, dass man mal saubere Kommunikation erkennen kann bei den Hunden. Also, dass die wirklich von sich aus bewusst agieren, das stelle ich immer wieder fest. Und dann irgendwann sind sie über 2 Jahre alt und dann läuft's. Dann erntet man die Früchte, die man versucht hat zu verstärken. Zu sehen. Ja. Mir geht ganz viel im Kopf rum, aber ich muss jetzt auch so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz gerne so einen kleinen Gedanken von mir noch mal auspacken. Also wo denn da bei manchen Menschen vielleicht so der Knackpunkt ist, warum sie glauben, dass das eben so wichtig ist, dass ein fremder Hund den eigenen Welpen diszipliniert. Weil da wird ja dann ganz oft gesagt, ja, das ist ja in dem Familienrudel auch so. Und also ich kann das schon verstehen, dass man diesen Vergleich zieht, weil man möchte ja auch, dass der eigene Hund oder der eigene Welpe kompetent wird. Und wenn man so, und ich denke, der entscheidende Unterschied ist in meinen Augen ja tatsächlich, dass es eben, der andere Hund gehört eben nicht zur Familie. Das heißt, Familie schützt ja auch vor Aggression, also zumindest vor Aggression, die überbordend ist, wenn alles in normalen Bahnen läuft, sage ich mal. Naja, und Hunde leben ja gar nicht so, also in reinen Familienverbänden. Ja, das, genau, aber das ist ja das Bild, was viele haben. Deshalb danke, genau. dass du das nochmal so sagst. Ja, ganz Also wichtig. die leben ja meistens in zusammengewürfelten Gruppen irgendwie und wandern auch ab. Also es gibt ja alle möglichen Konstruktionen an Straßenhund, an Straßenhunden, die so frei leben. Auf jeden Fall, ja. Und das ist das schon, dass man da den Vergleich überhaupt nicht ziehen kann. Und es ist eben, naja, unsere Hunde können auch nicht abwandern. Also wir entscheiden, du spielst jetzt mit Brutus, weil ich möchte mit meiner Freundin spazieren gehen und die hat Brutus adoptiert und es ist mir ziemlich egal, ob du Brutus Kacke findest oder nicht. Und in einer normalen, wären das beides Straßenhunde, würde vielleicht einer sagen, okay, dann mache ich Brutus jetzt platt oder ich gehe da gar nicht lang, wo ich den riechen kann und wo der rummarkiert, weil ich finde den gruselig. Den will ich gar nicht sehen. Dann gehe ich doch woanders hin. So wie wir das auch machen. Es gibt ja Gegenden, wo man nicht hin mag, aus welchen Gründen auch immer. Dann geht man da halt alleine nicht hin, weil man sich da irgendwie gruselig fühlt. Aber unser Hund ist an uns festgebunden und wir machen ständig mit dem die Sachen, die wir richtig finden. Und dann müssen wir ihn leider auch so managen und ihm helfen oder trainieren, dass er lernt, damit klarzukommen. Und es ist nicht damit klarkommen, dass man sich prügelt und die sich prügeln. Es wird dann immer nur aufgeballter. Oder es ist so, Brutus hat dann die Hosen an und ist der Aggressor und das andere ist derjenige, der immer Angst hat. Also der ganze Spaziergang hat dann mit Sicherheit nichts mit Wohlbefinden zu tun. Silvia, das hast du so schön gesagt. Danke dir Ja. dafür. Ja, finde ich. Finde ich War das total schön. verständlich? Ja, total. Also ja, fand ich super, super schön. Kann ich echt so 1000% unterschreiben und möchte ich auch einfach so stehen lassen, weil ich das super fand. Sehr schön. Dann lassen wir das so stehen. Ja. Gerd, möchtest du noch was zu dem Thema sagen oder Das kann hast ich du nicht das mehr toppen. Gefühl, das kannst du? Okay. Was meint ihr denn? Gibt es noch was Wichtiges zu besprechen? Also von meiner Seite aus habe ich das Gefühl, wir sind so, also fertig sind wir natürlich gar nicht mit dem Thema, aber zumindest mit dem, was wir so leisten können im Rahmen eines Podcast-Gesprächs, haben wir das ganz gut hingekriegt. Was meint ihr dazu? Ich hoffe, also das entscheiden ja Was? die Hörer. Das ist ja immer das Blöde, für uns ist das ja logisch und jeder hier weiß, was der andere meint. Und ich hoffe, dass nicht so viele Äs und Fragezeichen da sind, wenn man das hört. Also die oder hä denken. Also nicht zu viele hä? Was meinen die denn da? Und wenn doch, dann einfach mal anschreiben. Vielleicht können wir da noch Licht ins Dunkel bringen. Also einfach den Beitrag kommentieren und dann.
Ja, und das finde ich auch wichtig. Gerd, Ja. hast du noch was, irgendwas Wichtiges oder meinst, wir haben noch irgendwas vergessen? Nee, ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Es sind halt Welpen und die müssen halt irgendwie in einem sicheren Bereich die Welt kennenlernen können, so langsam ihren Wirkradius ausweiten können. Und sie brauchen Hundeeltern, die ihnen dabei stehen und die wohlwollend ihnen gegenüberstehen. Und Wer die Mutter dabei, die wird sich ja auch quer davor stellen. Die wird ja nicht ihren Welpen verprügeln lassen. ja. Und da müssen wir die Welpen halt fördern, fordern, aber eben auch schützen. Und das in einem ausgewogenen Verhältnis. Und dass da sicherlich mal was schief geht, das ist klar. Aber ja, einfach für die Hunde denn da sein und einschätzen. Es geht eben nur darüber, dass man hündisch lernt und das Wesen des Hundes kennenlernt und immer besser kennenlernt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn die sich mal anknurren und steif werden. Also ja, alles, das gehört alles zum gesamten zur Kommunikationspalette dazu. Aber auch da kann man wieder unterstützend eingreifen. Und mit unterstützend eingreifen meine ich nicht, dass man so eine komische Dose, die klappert, dazwischen wirft. Das ist auch eingreifen, aber nicht das, was wir meinen. Na, aber auch das gehört alles dazu, so wie jeder mal wütend wird. Und also das gehört dazu. Das ist Kommunikation und das ist nichts Schlimmes. Ja. Ihr Lieben, ihr merkt, es rattert echt noch in meinem Gehirn, aber Das ist ich ja sage auch, das also jetzt ich immer. finde, das Thema Hund ist ja so Ja, komplex und das absolut. kann man nicht mal eben, mach mal das und dann hast du die Hundebegegnung fertig. Also das wäre ja cool, wenn es so wäre. Das wäre sehr schnell, aber es ist ja viel, viel mehr. Und diese ganzen Konzepte, die versucht werden, einem zu verkaufen, dass du musst nur das machen und dann läuft das. Ja, nee. Das ist, dann wären Hunde echt langweilig, wenn das so wäre. Ich glaube, dann würde ich Hunde gar nicht so faszinierend finden, wenn es wirklich so wäre, man muss nur so machen. In 5 Minuten zur Leinenführigkeit. Genau, mit einem Welpen. Trotzdem ist ja der Leidensdruck von vielen Hundebesitzern so groß, dass sie verzweifelt nach solchen Konzepten greifen. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, so, dass wir Gespräche führen, so wie wir heute, dass wir wirklich erklären, dass es viele verschiedene Aspekte gibt, die man, wie du gerade gesagt hast, Silvia, die man miteinander verknüpfen muss. Und es geht auch letztendlich immer darum, der Weg ist das Ziel und auf dem Weg kann man sich ganz viele Informationen holen und man sollte sich einfach nur überlegen, wo ordne ich mich mit meinem Hund ein, also welche Werte habe ich? Und dann kann ich mich auf den Weg machen. Darüber sollte ich mir von vornherein irgendwie klar sein, ne? Möchte ich wohlwollend und mitfühlend mit meinem Hund unterwegs sein oder bin ich eher der Typ, der sagt, der Hund muss sich mehr unterordnen? Ja, dann ist es halt so, dann sind wir vielleicht nicht die richtigen Nein. Ansprechpartner. Aber da sollte man sich vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen, über seine Positionierung. Und Ja, sind und wir warum mal man einen Hund ehrlich? haben möchte, ne? Also das einfach Genau. mal, was finde ich eigentlich gut an einem Hund? Und sind wir mal ehrlich, es war nie so leicht, Informationen über Hunde zu bekommen wie jetzt. Also eine Ausrede, ich wusste es ja nicht besser oder so, kann man eigentlich nicht mehr gelten lassen, weil die Informationen liegen im Netz und auch jetzt mit unserem Podcast oder was wir Ja, auch mit nicht nur den unseren, Kollegen. also es schmeißen ja alle Podcasts raus. Es ist Genau, ein also bisschen schwer, da in die werden so richtige Bubble viele, zu viele kommen. Informationen auch ohne großen Aufwand, auch ohne finanziellen Aufwand zur Verfügung gestellt, dass man das eigentlich gut einschätzen können sollte oder zumindest einen Ansprechpartner findet oder. Genau, also auch ich wusste das ja nicht, reagiere ich mittlerweile auch wirklich allergisch, weil das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, will ich so mit meinem Hund umgehen oder habe ich da keine Lust zu? Will ich einfach nur ein Anhängsel haben, was cool aussieht, dann sind wir nicht richtig. Wir mögen ja alle Hunde. Also wir mögen ja Hunde, weil sie so Hundesachen machen. Ja. Auch nochmal ein weites Feld, was wir jetzt können wir gerne uns auch nochmal darüber unterhalten, weil das wieder so viele Denkanstöße gerade gegeben hat. Ich würde sagen, also erstmal
bedanke mich wirklich bei euch für eure Zeit und für das echt total schöne und informative Gespräch. Also es hat mir mega Spaß gemacht. Ganz lieben Dank an euch. Sehr gerne. Und Wir danken. ja, dann Ich finde würde ich das sagen, Projekt ich. total cool, dass du das machst. Ich finde das wirklich super. Das freut mich sehr, ja. Das ist mir auch einfach total wichtig, weil ich halt merke, wie viel Unsicherheit da besteht, gerade wenn man ja frisch gebackener Welpenbesitzer oder Welpenbesitzerin ist. Dann hoffen wir mal, dass wir ganz vielen Menschen und Hunden damit was Gutes tun können. Ganz lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar noch eins in der Leitung. Müssen wir uns gleich nochmal darüber unterhalten, ob wir noch ein Projekt in der Leitung haben. Okay, macht's Schauen wir mal. erstmal gut. Ich wünsche euch Bis noch einen dann. schönen Tag. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.